Schauen wir uns auf möglichst einfache Weise, das heißt gleich mit einem Bild, das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit an. Und ja, wenn Sie, nachdem Sie dieses Video zu Ende geschaut haben, dann vielleicht einen Blick in den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung oder einer ähnlichen Publikation werfen, dann können Sie sich möglicherweise des Eindrucks nicht erwehren, dass viele Journalisten dieses Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit, was wir jetzt hier gleich besprechen, noch nicht so ganz verinnerlicht. Also schauen wir uns zunächst mal das Bildchen hier an. Wir haben hier diese blaue Kiste. Hier oben ist so ein Loch, da kann man reingreifen. Ansonsten kann man nicht reingucken in die Kiste. Und in dieser Kiste sind, ja, so etwas missratene Smileys. Also es gibt gelbe Smileys mit schwarzen Gesichtern. Es gibt gelbe Smileys mit grünen Gesichtern. Und es gibt rote Smileys. Die roten Smileys kommen nur mit schwarzen Gesichtern vor. Und wir bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, einen gelben Smiley zu ziehen, also egal welche Gesichtsfarbe der hat, die bezeichnen wir mit PG. Und ja, wir haben jetzt ja also insgesamt 8 Smileys. Das heißt, wir haben 6 gelbe Smileys und 2 rote Smileys. Und dann ist also die Wahrscheinlichkeit, einen gelben Smiley zu nehmen, wenn Sie blind in diese Kiste reingreifen, 6/8. Und entsprechend ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, einen roten Smiley herauszunehmen, 2/8. Und jetzt unterscheiden sich diese Smileys aber, ja, wie gesagt, und wie Sie auch sehen, nicht nur in der Eigenschaft, gelb oder rot zu sein, sondern eben auch dadurch, ein schwarzes oder ein grünes Gesicht zu haben. Und das heißt, wir können uns jetzt folgende Frage stellen. Gegeben, dass wir ein Smiley von einer bestimmten Farbe rausgenommen haben, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser jetzt gewählte Smiley einer bestimmten Farbe ein Gesicht einer bestimmten Farbe hat? Und genau diese Fragestellung führt uns jetzt auf den Begriff einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Wir fragen jetzt also, wie ist die Wahrscheinlichkeit, ein Smiley einer bestimmten Gesichtsfarbe zu ziehen, unter der Bedingung, dass wir ein Smiley einer bestimmten Farbe gewählt haben. Machen wir das Ganze mal konkret. Fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit, ein Smiley mit einem grünen Gesicht zu ziehen oder gezogen zu haben, müssen wir eigentlich sagen. Also ein Smiley mit einem grünen Gesicht gezogen zu haben, wenn wir schon wissen, dass der Smiley, den wir gezogen haben, auf jeden Fall gelb ist. Und dieses Ereignis, dass wir also einen grünen Smiley mit einem grünen Gesicht ziehen, das bezeichnen wir hier mit GG, also gelber Smiley, grünes Gesicht. Und PGG ist also dann die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, gelber Smiley, grünes Gesicht. Und was wir jetzt machen, um diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen, ist, wir schränken den Ereignisraum dieses Zufallsexperimentes. Also das hier ist ja ein Zufallsexperiment, das also darin besteht, dass wir hier diese Smileys aus dieser Box blind rausgreifen. Wir schränken den Ereignisraum dieses Zufallsexperimentes ein. Und zwar schränken wir ihn dadurch ein, dass wir die beiden roten Smileys herausnehmen. Denn wir sprechen ja jetzt über das Ereignis, dass wir schon wissen, wir haben einen gelben Smiley gezogen. Das heißt, die roten sind raus. Und in dem Sinne ist der Ereignisraum jetzt eingeschränkt. Und dann müssen wir also jetzt mit diesem kleineren Ereignisraum, da sind jetzt also nur noch 6 Elementarereignisse drin, nämlich diese 4 gelben und diese 2 grünen Smileys, müssen wir also mit diesem kleinen Ereignisraum jetzt fragen, was ist denn jetzt für diesen kleineren Ereignisraum die Wahrscheinlichkeit, 2 grüne zu ziehen? Das ist das, was jetzt hier eingetragen werden soll. Also die Wahrscheinlichkeit von einem Smiley mit gelbem Gesicht und ich meine grünem Gesicht unter der Voraussetzung, dass wir einen gelben Smiley ohnehin schon gezogen haben. Und da sehen wir jetzt also, wie gesagt, wie ich es ja gerade schon angedeutet hatte, der Ereignisraum ist eingeschränkt, die beiden roten fallen heraus und entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen gelben Smiley mit einem grünen Gesicht ziehen, 2/6. Weil also 2 von den 6 in Frage kommenden Smileys ein grünes Gesicht haben. Und das ist also der Begriff einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Diesen Gedanken habe ich Ihnen hier auch nochmal in einer kleinen Formulierung zusammengefasst.
Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist kein neuer Begriff der Wahrscheinlichkeit, sondern gibt die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses, eines Zufallsexperimentes für einen eingeschränkten Ereignisraum an. Und nachdem wir jetzt also die Wahrscheinlichkeit für diesen eingeschränkten Ereignisraum, für diesen Ereignisraum, der nur aus gelben Smileys besteht, als 2/6 ausgerechnet haben, können wir wieder zu unserer ursprünglichen Fragestellung zurückkehren. Nämlich zu der Fragestellung, wie hoch ist bei diesem ursprünglichen Experiment, also bei dem Experiment, wo auch die roten Smileys noch in der Kiste drin sind, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, einen grünen Smiley mit einem roten Gesicht zu ziehen? Das ist also immer noch PGG. Und ja, das ergibt sich dann natürlich als die Wahrscheinlichkeit, zunächst mal einen gelben Smiley zu ziehen, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser gelbe Smiley, und das ist jetzt das, was ich gerade geschildert habe mit dem eingeschränkten Ereignisraum, also multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser gezogene gelbe Smiley auch noch ein grünes Gesicht hat. Und so ergibt sich also diese Formel hier für dieses Ereignis PGG, also gelber Smiley mit grünem Gesicht. Und ja, jetzt können Sie zur Übung hier noch das Ereignis ausrechnen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen roten Smiley mit einem grünen Gesicht ziehen? Natürlich können Sie hier direkt in die Box reingucken und sehen, das ist nicht möglich. Es gibt gar keine roten Smileys mit einem grünen Gesicht. Aber wie gesagt, zur Übung können Sie auch nochmal hier das Ganze einsetzen. Und Sie finden dann natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit für einen roten Smiley mit einem grünen Gesicht 0 sein. Ja, also soweit diese ganz kurze Einführung zum Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Was Sie jetzt hier also mitnehmen wollen, nochmal kurz wiederholend, ist also, dass dieser Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit nichts eigentlich Neues ist, sondern die bedingte Wahrscheinlichkeit ist eben eine Wahrscheinlichkeit für einen beschränkten Ereignisraum. Und diese Beschränkung bekommen Sie also dadurch, dass Sie sich auf ein bestimmtes Merkmal schon festlegen. In unserem Beispiel war das eben die Eigenschaft, ein gelber Smiley zu sein. Und dann gegeben, dass diese bestimmte Eigenschaft schon erfüllt ist, fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Eigenschaft, nämlich zum Beispiel ein grünes Gesicht, erfüllt ist. So, ja, bis hierhin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Stochastik finden Sie natürlich in der Playlist Stochastik. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem ganz eng verwandten Begriff der stochastischen Unabhängigkeit. Und da werden wir dann sehen, dass stochastisch unabhängig nichts anderes bedeutet, als dass sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht ändert, wenn wir so eine eben besprochene Einschränkung des Ereignisraumes vornehmen. Und dazu aber dann mehr, wie gesagt, im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich liken und den Kanal abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.